Späterabend des 24. Bereine. Der Tag hat mitten in der Nacht begonnen, eure Knie zittern und ihr fühlt euch ausgebrannt. Nagender Hunger frisst sich von euren Mägen durch den ganzen Körper. Müde und verdreckt trennen sich eure Wege. Isarun und Yalan laufen gen alte Residenz. Kiaras meckert zwar etwas hin und her und beschimpft über die Hygiene, begleitet euch aber. Abelmir, Ömer und Rafim gehen derweil in Richtung Osten, um dort, genauso kaputt wie die anderen, Polberra aufzusuchen. Abelmir denkt mit schmerzverzerrtem Gesicht zurück an seine erste Begegnung, weist aber den Weg. Und dort beginnen wir. Ihr steht, zu zweit, zu dritt, jetzt vor dem großen Zirkel der freien Wissenschaft, vor ein paar Söldnern, die hier angestellt sind, die hier auch nur sehr lax Wache halten. Und dann auch nur Abelmir zunicken, denn den haben sie hier schon einmal gesehen. Für den Dreck an seiner Robe interessieren sie sich nicht. Und so kannst du dann eintreten durch die schwere Steintür, die mit dem schwarzen Auge im Pentagramm eingefasst worden ist. Und dann an den verzerrten Gargülenfratzen vorbeigehen ins Innere. Rafim, ich muss euch noch einmal dran erinnern. Seid vorsichtig, was ihr tut und was ihr sagt. Schnauze halten, krieg ich hin. Nun, ihr müsst nicht unbedingt, wie ihr es ausdrückt, die Schnauze halten, aber seid sehr vorsichtig mit ihm. Vor allem denkt an sein Konstrukt, seinen Leibwächter. Komischer Magier, der irgendwie böse ist. Ich halt die Schnauze. Ich überlasse das ganz dir. Und gut. Ja, dann trete ich mal wieder diesen gewohnten Gang in diesen Keller an. Verzeiht, mein Herr, wohin mögt ihr bitte? Ich wünsche den Magister Magnus Polberra zu sprechen. Ah, ihr müsst Magister Abelmir sein, ja? Gewiss, gewiss. Aus Betana. Ja, Sie sagten bereits, dass ihr wohl eintreffen möget. Sie sitzen allerdings nicht im Keller, sondern im zweiten Stock. Sie erwarten euch. Oh. Ich werfe einen merkwürdigen Blick zu Rafim. Nun dann, geleitet uns. Ich hau ihm mal so ganz leicht meinen Ellbogen in die Brust. Das sind deine Freunde, was weiß ich? Irgendwas läuft hier ganz und gar nicht richtig. Das fällt dir ja früh auf. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Gut, geht voran, ich folge euch. Ja, er begleitet euch ein paar Treppenstufen nach oben und bleibt dann vor einer großen Eichentür stehen. Und bevor er anklopfen kann, könnt ihr auch schon sehen, wie sie geöffnet wird von Marcello. Ja, ein riesiger Leibwächter, der die Tür öffnet, wohl genauso groß wie Rafim und ohne etwas zu sagen dort einfach nur steht. Als wüsste er, dass ihr kommt. Für den Bediensteten scheint das keine, Neuigkeit zu sein. Er nickt euch einfach nur zu und geht dann wieder nach unten. Ja, ich trete dann würdevoll hoffentlich in diesen Raum hinein. Ja, du kannst mir mal eine Malen- und Zeichnenprobe ablegen und das geht für Rafim natürlich auch. Okay. Man könnte jetzt natürlich wieder Sinnschärfe testen. Aber euch beiden fällt auf, dass um den Türsturz herum Kreide-Symbole gemalt worden sind, sodass ihr da ein bisschen aufpassen müsstet, wenn ihr dann in den Raum mit dem schweren Teppich eintretet. Auf den Teppich selber wurde wohl auch mit Kreide gemalt. Könnt dann da also das nicht als gegeben hinnehmen, sondern dann mit euren Füßen darauf aufpassen, dass es dann nicht verwischt. Ja, ich trete vorsichtig über diese Zeichen hinweg. Ich hebe dabei bei einer Robe, um diese Zeichen nicht zufällig aus Versehen zu verwischen und trete weiter in den Raum hinein und schaue mich dann nach oben. Ja, ein großer Raum mit einem Kamin, der hier steht, Teppich, und du siehst hier mehrere Gestalten auf Sitzsäcken, tulamidisch angehaucht. Du spürst den Geruch von Tabak in der Luft. Da ist es sehr warm und die Tür wird dann hinter dir auch wieder zugeschoben, ganz wortlos. Die Personen, die um dich herum sitzen, sind allesamt Schwarzmagier, was dich wohl am meisten zu stören scheint, und auch Rafim.
Und der Leibwächter, den du ja schon kennst, der dir die Hand gebrochen hat, ist nicht das Merkwürdigste in diesem Raum. Das ist eine Person, ein Wesen, ein Acharz. Ein Acharz, der hinter einem der Sitzsäcke steht und euch durch seine exischen Augen betrachtet. Der Acharz selber ist allerdings... Der Blick wandert an ihm herab, mustert ihn, ihr mustert die beide. Dieser Acharz besitzt eine menschliche Hand. Erst danach fällt dein Blick auf die anderen anwesenden Schwarzmagier. Unter anderem eine Person, die du nicht kennst, ganz in Schwarz gekleidet, schwarzer Umhang, ein Konventsgewand. Ein sehr dicker Mann mit Halbglatze, der dir schon aus deiner Zeit in Al-Anfa bekannt ist. Tyrion, Tyrial von Zornbrecht. Der Magister Magnus, der Klar Observantia, der Hellsicht. Gut, dadurch dürfte auch klar sein, warum sie euch erwarten. Und Polberra, Magister Magnus Necromantus, der hier in seinem Konventsgewand sitzt, eine schwarze Magierrobe mit vielen roten Stickereien und einer unglaublich großen Harpie auf dem Konventsgewand. In der Mitte sitzt wohl der die Spektabilität aus Al-Anfa. Ah, buenos tardes, mis hombres. Bueno que estás aquí. Schön, dass ihr hier seid. Setzt euch doch. Ich verneige mich erst vor den versammelten Spektabilitäten bzw. Vizespektabilitäten und nehme dann auf den mir zugewiesenen Platz, ja, Platz. Ja, ihr könnt beide erkennen, dass sowohl für euch schon Sitzsäcke hingestellt worden sind, direkt gegenüber von der merkwürdigen, ja, Versammlung, und vor euch steht dann auch so ein ja, ungefähr kniehoher Tisch, auf dem dann auch schon frischer Tee bereitet ist, der euch da dann auch zum Verweilen einlädt. Wie es scheint, habt ihr mich erwartet. Selbstverständlich, mein Freund. Mir ist die Zeit nicht ganz unbekannt und daher war ich natürlich darüber informiert, dass ihr uns aufsuchen werdet. Ihr kommt pünktlich. Dann wisst ihr auch sicherlich, aus welchem Anlass wir uns hier zusammenfinden. Ah, darüber schweigt Satinav noch, aber ja, ich kann es mir denken. Immerhin sind wir die klügsten Köpfe in Gara zurzeit. Nun, wie ihr sicherlich wisst, ist Galadriel im Anmarsch. In seinem Gefolge hat er unzählige Dämonen. Zusätzlich ist noch der schwarze große Drache im Spiel. Gard, wenn wir nichts unterleben, scheint verloren. So scheint es. Und wenn Gard fällt, ist der Weg frei für die schwarzen Lande, sich der restlichen 12 göttlichen Lande anzunehmen. So scheint es. Doch das Schicksal wurde bereits von Satinav gewoben und zumindest ich habe einen kleinen Teil dessen erheischen können. Deswegen sind wir auch noch nicht abgereist wie andere Spektabilitas oder Kollega. Das gereicht euch zum Vorteil und zur Ehre. Nichtsdestotrotz, was könnt ihr tun, um Galadriel und seine Schergen aufzuhalten? Wie könnt ihr Gareth und damit der freien Welt helfen? Wir sind hier, um euch zu helfen, denn eure Wege scheinen in diese Festung zu führen. Sie wird ohne Zweifel hier eintreffen. Das ist nichts, was... Nun, das ist keine Zauberei, die man sich da bedienen darf, und vor allem auch keine Klar Observantia, sondern einfach nur ein logischer Schluss. Aber wir haben einen Beleg erheischen können und ihr scheint dabei eine große Rolle zu spielen. Mal wieder. Wisst ihr etwas über diese Festung? Hat sie Schwachstellen? Deswegen sind wir nicht hier, aber ja, wir sind natürlich gewillt, euch Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, allen voran der gute Freund Polberra. Er sprach bereits mit euch über Gaius? Nun, er teilte mir gewisse Informationen mit, die Vergangenheit dieses Dämonenknechts betreffend.
Sie waren, nun ja, hilfreich. Vielleicht, ich hoffe, dass Sie auch in Zukunft hilfreich sind, um diesen Schandfleck der magischen Gilden hinvorzuwischen. Nun, mein guter Freund Abelmir, ihr habtet mir ja schon bereits von eurem Besuch in Yolgomak erzählt, als ihr mich in Alanfa aufsuchtet. Sie? Gewiss, gewiss. Ich hoffe, ich konnte euch, nun ja, meinen Besuch etwas dadurch versüßen. Es ist nicht aller Tage normal, dass ein Weißmagier nun ja eure Akademie aufsucht, nicht wahr? Das kommt nun tatsächlich nicht alle Tage vor, aber nun, die Erkenntnisse, die ihr aus den Dschungeln gewinnen wolltet, sollen nicht unser Interesse sein. Nein, aber es ist im Interesse der Schwarzen Gilde und vor allem meines Freundes Salpikon Safertin, und dabei deutet er einmal zu seiner Linken auf den Mann, der sich bisher noch nicht vorgestellt hat, Spectabilitas aus Mirham, Magister Ordinarius Transformatoricus et Saurologicus, dass wir Gaius aufhalten, denn er wirft ein sehr schlechtes Bild auf die Schwarze Gilde. Er ist Borbaradianer und auch dies gereicht Freund Salpikon zu einigem Anlass, ihn aufhalten zu wollen. Nun, daher stellen wir uns, daher stellen wir euch unsere Fähigkeiten in den Pool. Nun, wie gedachtet ihr, uns in diese schwarze Festung zu bringen, wenn ich jetzt richtig verstanden habe? Was schwebt euch vor? Wir selbst werden wohl darauf verzichten, den direkten Kontakt mit Kolakai zu suchen, aber wenn ihr Möglichkeiten ersucht, dort hinaufzukommen, dann kommt doch gerne mit euren Ideen zu uns und wir werden darüber disputieren. Nun, ich muss gestehen, wir haben ehrlich gesagt noch keine Möglichkeit gesehen, diese Festung zu betreten. Ich fürchte, der übliche Weg, auf dem ihr vermutlich diese Festung betreten wollt, ist für einige von uns nicht gangbar. Mein Gefährte Jarlan und meine Gefährtin Isarun von Sporgelsen würden sich gegen die Benutzung von Wesen aus der siebten Sphäre aussprechen. Und ich fühle mich auch etwas unwohl, diesen Kreaturen meinen Leib anzuvertrauen. Nun, ihr missversteht uns da. Weder Brabak noch Mirham noch Alanfa sind besonders fähig im Beschwören von den Sphärenwesen aus der siebten. Allerdings ist Mirham natürlich ausgezeichnet in der Herstellung von Artefakten, nachdem sie dann irgendwelche Golems oder so etwas erschaffen haben. Dabei nickt er freundlich Salpikon zu. Wir sehen es nicht als möglich an, auf einem Karakilim oder so etwas durch den Limbus zu reisen. Das ist doch arg gefährlich. Ein Artefakt? Das wäre ein möglicher Weg. Meint ihr? Ich glaube, das müsste ich noch mit meinem Gefährten besprechen. Wir finden bestimmt eine Lösung, wie wir euch, verzeiht mir diesen Ausdruck, einsetzen können. Ich danke euch im Voraus schon mal für diese Hilfe und für diese Unterstützung. Sie wird sicherlich nicht vergessen werden. Jetzt erhebt sich tatsächlich der Schattenmagier, der dir als Salpikon Savertin vorgestellt worden ist. Die ja, höchste Instanz der Schwarzen Gilde. Ja, dann werde ich mich auch erheben, wie ich sich als rangniederen, vielleicht gildenfremden, aber rangniederen Magier gehört, werde ich mich ebenfalls erheben. Ich propagiere die ungehinderte Forschung. Gerade dies mag einer der Gründe sein, weshalb ich mich so sehr gegen die Lehren von dem Sphärenschänder gestellt habe und auch den Werken von Gaius Cordovan Eslam Galota. Wenn ihr Wissen der Schwarzen Gilde begehrt, so sei es euch erneut gewährt. Abelmir.
Ihr seid so gütig. Ich verneige mich. Ebenso. Kann ich euch einen Dienst anbieten? Einen Posten bei mir? Nun, ich fürchte, das wird schwerlich möglich sein. Wie ihr vielleicht wisst, auch nicht wisst... Unterbrecht mich nicht. Ich bin darüber informiert, dass ihr in Betana gelehrt habt und deine Kampfausbildung genossen habt. Wir haben zu Zeiten der sieben Gezeichneten damals einen Bund ins Leben gerufen, in den ich euch einladen mag. Mir ist natürlich bewusst, dass Prisha euch einen Platz angeboten hat an ihrer rechten Seite. Den würde ich euch auch anbieten. Der Bund der Schatten. Magier, die es verstehen, gefährliche Individuen auszuschalten. Und wenn ihr mögt, dann sollt ihr dem Bund der Schatten beitreten dürfen. Überlegt es euch. Ja, gewiss. Ich denke, ich habe noch ein paar Tage, um mir diese Entscheidung reiflich zu überlegen. Selbstverständlich. Wenn ihr es schafft, Galota zu stürzen, und dies hat unser guter Clan Observanz hier offenbart, dann seid ihr mehr als fähig, dem Bund beizutreten. Und da ich weiß, dass ihr bereits seit einiger Zeit den Titel eines Majors innehaltet, werde ich euch natürlich auch ohne eine Abschlussarbeit den Titel eines Magisters zuordnen können. Auf die dementsprechenden Gebühren in der Schwarzen Gilde können wir dementsprechend verzichten. Ihr könnt auch gerne offiziell in Punin weiterlernen. Aber wenn ich rufe, dann kommt ihr. Und ihr dient der Schwarzen Gilde. Nun, dies ist ein wirklich vortreffliches Angebot. Wie gesagt, ich müsste etwas... Nun, überlegen, ist ja eine weitreichende Entscheidung für mein Leben. Währenddessen ist Pulbera aufgestanden und streicht gerade so ein bisschen um Rafim. Du kannst auch sehen, Rafim, wie er seinen Magierstab genommen hat. An diesem baumeln mehrere Totenschädel und auch einige Schrumpfköpfe, also einfach nur lederne Hautlappen, die wohl irgendwann mal von einem Knochenschädel heruntergezogen worden sind und da jetzt so ein bisschen verdorrt herunterhängen. Klackern so ein bisschen, während er dann um diesen Sitzsack herumgeht, in dem du dann versunken bist, streift er da so ein bisschen um dich herum. Spürst seinen widerlichen Atem. Ja, Grafim fährt sich mal mit der Hand übers Gesicht. Aber mir. Ihr seid ein vorzügliches Exemplar, Mensch. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, euren Körper zu verkaufen? Eine Tradition im Bosbaranischen Reich. Man hat schon zu Lebzeiten den Nekromanten die Körper verkauft und eine stattliche Summe dafür bekommen. Wenn ihr also verscheidet, egal wie, gehört euer Körper danach mir. 1000 Dukaten für euren Körper. Ich muss das wohl leider ablehnen. Mein Körper wird begraben werden. 1500 Dukaten. Das ist sehr viel Geld. Eure Seele kann einziehen in Morons oder in Tagunitots Reich, in Kors Reich, zu Belhalla. Es interessiert mich nicht. Aber euren Körper, den will ich haben. Gut, dass ich gerade kein Geld brauche. Nein, nein, danke. 2500 Dukaten für euren Körper. Nein, 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 das ist keine gute Idee. Überlegt es euch. Vielleicht gibt es ja etwas, was ich euch besorgen kann. Vielleicht komme ich darauf zurück. Derion, wir sind hier fertig. Ja, damit nickt er. Also gut, ihr habt unsere Antworten gehört. Wir unterstützen euch. Die Schwarze Gilde wird euch
helfen, wenn sie es kann. Und falls ihr noch einmal den Hintergrund von Galutta besprechen mögt, so kommt gerne auf Paul Berra zu. Falls ihr eine Reise nach Punin braucht, würde dies ebenso möglich sein, denn auch wir beherrschen den Transversales. Vielleicht hat ja noch die Kaiserin-Witwe Alara ein paar Informationen. Nur ein Vorschlag. Vielen Dank für eure Verfügungstellung zu eurer Zeit, zu dieser, nun ja, Episode der Stadt. Ich glaube, ich werde mich jetzt verabschieden. Rafin? Ja. Geht voraus. Meine Herren, ich verbeuge mich noch einmal tief. Ja, Rafim, wenn du aufstehst, merkst du auch, wie Paul Berra mit seinen spindeldürren Fingerchen an deinem Bizeps entlang streift, und es hat nichts Sexuelles. Es ist ein begierdischer Blick in seinen stechenden Augen, aber du weißt, dass das nichts mit irgendeiner Sexualität zu tun hat. Ja, ich werfe mal Abemir einen Blick zu. Ich bin geschockt. Los, Abemir, gehen wir. Wir beide müssen noch reden. Reden. Gewiss. Eure Götter mit euch. Die Zwölfe auch mit euch. Derweil in der alten Residenz. Nach 2 Stunden, die wohl Iserun genannt worden sind, könnt ihr zu dritt dort total verdreckt eintreten. Ihr seid müde, erschöpft. Und wenn ihr dann durch die Gänge von einem Diener geleitet werdet, könnt ihr ja an den leeren Gängen vorbei wieder in Richtung eines Raumes treten, an denen schon viele Leute sitzen. Ganz vorne Melvin Störrebrand, der erste Hofmagier, und direkt neben ihm Saldor Vosslarin. Gegenüber Rondrigan Padigan. Ihr könnt Trautmann Karfenker blicken, Thorn Eisinger, den Heldenschmied und viele weitere Personen, die ihr mal mehr oder mal weniger kennengelernt habt. Der Rat der Helden. Ebenso anwesend der reichsedle Melchior Dragentod. Rondrigan Padigan hatte ich bereits erwähnt. Der Erzmagier Alkarna mit einem paar Heilglyphen auf seiner Gewandung ist ebenso anwesend. Ihr könnt Talorion Tannensang erblicken, der Schütze, der wohl beim Turnier kurz hinter Ömer gelandet ist. Hochkönig Albrax sitzt ebenso dort. Ja, ihr blickt durch die Reihen. Wirklich viele Geweihte könnt ihr nicht erkennen. Nur Bruder Stygomar, den Boron Geweihten. Preis zum Gruß, die Herrschaften. Preis zum Gruß. Die Zwölfe zum Gruß. Die Zwölfe zum Gruße. Guten Abend. Ja, auch vor euch könnt ihr dann. Rondrigan Padigan erhebt sich dann und drückt euch dann jeweils 3 kleine Tabletten in die Hand. Das sind Pillen gegen die Erschöpfung. Ihr solltet sie wohl nehmen, denn ihr hattet genauso wie wir alle einen sehr anstrengenden Tag hinter uns. Ich nehme an, solche Dinge werden ohne Magie hergestellt, ja? Ja, selbstverständlich. Dann kippe ich die alle 3 ohne Wasser runter. Verzeiht. Schau dich ein bisschen entgeistert an. Jeder eine. Na, dann solltet ihr vielleicht nachher noch einmal zu mir kommen und ein paar Schlaftrünke bekommen, sonst könnt ihr gar nicht mehr ausruhen. Schlafen können wir, wenn Galotta tot ist. Meldet euch, wie gesagt, noch einmal bei mir. Damit greift er nochmal in seine Tasche und holt 2 weitere Tabletten raus, die er dann Iserun und Kiaras in die Hand drückt. Hab Dank. Also gut, wir sollten euch wohl keine Zeit verlieren und sofort anfangen. Mögt ihr berichten, ob es irgendwas gibt, was ihr uns erzählen wollt, oder wie beginnen wir so etwas? Schaut euch dabei Rondrigan ganz offen an, obwohl er Chef der KGA ist, aber ja, mit seinen jungen Jahren, Anfang 20, er sieht überfordert aus. Die Situation in Werheim ist euch bekannt? Ruhe, Iserun, setz dich! Jawohl, Spektabilität. Setze mich. Saldor Vosslarin guckt dann auffordernd auch zu Kiaras und zu Yalan.
Ich werde mir dann einen Platz suchen. Gibt es einen Stuhl, der für die Preiskirche freigehalten wird? Ansonsten halt den Erstbesten. Ja, nimm den Erstbesten. Es gibt hier keine... Ja, ihr seid alles Bürger, ihr seid alles Helden. Hier wird dann nicht mehr auf sowas wie Standesdünkel geachtet. Gott, wir sind jetzt hier versammelt. Er schaut dich wieder an, unterbricht so ein bisschen. Gott, das ist der letzte übrig gebliebene Kreis von tatkräftigen Beratern, Verteidigern, Rittern, Handwerkern und Zauberern, die wohl über das vermutliche Vorgehen des Feindes am besten Bescheid wissen. Wir müssen über alle Möglichkeiten beratschlagen, um Gareth zu schützen, denn es ist keine Option, hier auszuweichen. Gareth ist das Herz des Reiches. Wir müssen es verteidigen. Wir werden nicht nach Havena ausweichen, nach Kunchum, nach Fasar. Denn wo wollen wir stoppen? Wollen wir in Havena ein paar Güldenlandsegler bereisen? Schwachsinn! Wir werden diesen ehemaligen Hofmagier, der mir schon so oft in die Suppe gespuckt hat, hier aufhalten, ein letztes Mal. Dafür sind wir hier. In der alten Residenz. Dies ist der Rat der Helden. Und ich ersuche jeden um seine Hilfe. Jeder möge seine Kapazitäten der Stadt zur Verfügung stellen. Zusammenfassung. Recht. Und damit geht jeder einmal seinen eigenen Kenntnisstand herunter. Melvin Störrebrand war natürlich nicht dabei, sondern verweilte hier in Gareth. Kann also relativ wenig dazu sagen. Bisher sind natürlich keine Informationen nach draußen gegangen. Er kann sagen, dass viele Graumagier abgereist sind. Die Schwarzmagier sind wohl nicht mehr in der Akademie. Keiner weiß, wo die Schwarzmagier sind, aber sie sind auch nicht abgereist. Also man hat sie auf den Straßen dann nicht gesehen. Vielleicht sind sie transversalisiert, aber jeder wird das wohl auch nicht beherrschen. Zumindest sind sie wohl noch irgendwo in der Stadt. Viele Graumagier dann eben abgereist, profan oder mit dem Transversales, gerade dann die Belhankana, die Reisemagier sind dann besonders schnell in solchen Sachen. Es sind natürlich auch ein paar Leute gefallen, aber ja, das betrifft dann natürlich dann auch die Pfeile des Lichts. Damit verweist er dann zu Saldor Foslarin. Und würde seinen Bericht dann an dieser Stelle beenden. Er kann tatsächlich nicht wirklich viel dazu beitragen. Wird aber auch sich vorstellen, als ersten Hofmagus, damit sollten allen anderen klar sein, dass Rakala gefallen ist. Wird das allerdings dann euch überlassen. Rondrik an Paligan kann wenig zusammenfassen. Er wurde wohl, gerettet. Er druckst ein bisschen umher. Kann dann, nachdem Saldor Foslarin aber auch sehr ungemütlich wird, wird er berichten, dass er von Torxis von Freigeist gerettet worden ist, der ihn in der Schlacht vor einem Dämon bewahrt hat und hat Torxis den Dämon weggeschickt. Zerstört. Ja, Thorn Eisinger als Heldenschmied hat natürlich auch wenig mitbekommen. Der ist jetzt hier, weil er ein gutes Händchen hat mit den Bürgern der Stadt. Wird dann natürlich auch seine Fähigkeiten in den Ring schmeißen. Hochkönig Albrax ist wieder gesundet. Der hat dann von Elkarna Erelion von Hohenstein, dem Erzmagus, hat er dann gemeinsam mit dem Magier Iolaos, der wohl auch auf dem Konvent war, hat er dann eine Heilung bekommen, sprich sein Arm soll wohl wieder gesunden, der ist verbunden. Dieses Drakundaskraut, was dann Iolaos gereicht hat und angemischt hat, das soll ihm jetzt wohl helfen. Hoffen wir einfach, er ruft oder wird dann demnächst alle Zwerge zusammenrufen und dann die Artillerie bemannen, denn vor 6 Jahren gab es die Nacht der brennenden Himmel über Gareth und damals hat man sich schon auf Luftkämpfe hier zumindest vorbereitet. Dann ist Kiaras, Jalan, Isarun an der Reihe. Ich wurde in einem Wort enthauptet. Die Kaiserin und ihre Nachfolgerin sind beide gefallen. Ebenso wie große Teile der Reichsregierung und weitere Träger der göttlichen Ordnung. Der Helm ist verloren und mit ihm der allergrößte Teil des Heeres. Galotta wird kommen. Und er wird bemüht sein, sein schändliches Werk hier ein weiteres Mal, dein letztes Mal zu wiederholen. Wenn wir ihm hier nicht Einhalt gebieten, dann nirgendwo.